Ja, Christian, 2:0 Sieg gegen den Karlsruher SC, Generalprobe gelungen, oder? Ja, ich freue mich natürlich für die Mannschaft, ich freue mich hier für alle mitgereisten Fans, das ist natürlich Wahnsinn, was hier heute für ein Freundschaftsspielen im Trainingslager, wie viele Menschen hier da waren und unsere Mannschaft unterstützt haben. Aber wir haben ja gesagt, wir bereiten unsere Vorbereitung auf die Generalprobe bzw. auf das erste Punktspiel zu. Und heute haben wir mit dem Großteil der ersten Elf dann auch gespielt haben. Das war schon richtig gut gewesen, wie wir gegen den Ball gespielt haben, wie wir hinten sicher waren, die Null stehen hatten, was wir wollten und nach vorne wirklich immer gefährlich. Ein sehr positives Ergebnis. 2:0 gespielt. Zweimal erfolgreich, also was will man mehr? Vor allem auch die erste Halbzeit spielerisch auch mehr Spielanteile gehabt. Zweite Halbzeit war es eher ein Kampfspiel, aber das haben wir auch super angenommen. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen war das ein verdienter 2:0-Sieg. Ja, ich fand auch von außen, ihr habt von Anfang an sehr präsent gewirkt. Seid ihr schon im Wettkampfmodus? Ja, also das war heute für uns kein Testspiel eigentlich. Wir haben es wie ein Punktspiel auch angenommen. Wir wussten, was für Fehler wir in den vorigen Spielen gemacht haben. Vor allem viele Gegentore gefressen. Und ich glaube, wenn wir gegen so eine Zweitligamannschaft 2:0 spielen, das heißt, dass wir eigentlich gegen jede Mannschaft in die Regionalliga 2:0 spielen können. Und es ist schön, dass wir uns das auch jetzt bewiesen haben. Somit super Test gewesen, hat auch Spaß gemacht, war auch Feuer drin. Und jetzt heißt es, gut regenerieren, das Trainingslager gut abschließen und dann ab nach Hause. Ja, viel Zeit bleibt nicht mehr hier im Trainingslager. Vielleicht mal so ein erster Rückblick. Wie ist es euch hier ergangen? Woran habt ihr gearbeitet? Und wie war die Zeit hier? Ja, es war schön, wieder in meinem Mutterland zu sein und die Mannschaft da auch ein bisschen, unsere Kultur oder unsere Sitten ein bisschen näher zu bringen. Aber allgemein war das Trainingslager bis jetzt sehr, sehr gut. Super Hotel und vor allem unser Trainingsplatz macht richtig, richtig Spaß, auch da zu kicken. Das war für mich mit am wichtigsten. Aber es ist noch nicht zu Ende. Morgen haben wir nochmal 1 bis 2 Einheiten und Sonntag nochmal morgens. Und deshalb alles super, aber wir wollen natürlich das Trainingslager auch konzentriert abschließen, nicht, dass sich jetzt noch in den letzten Tagen irgendjemand noch verletzt oder sonst. Sowas können wir nicht gebrauchen und deshalb die letzten 2 Tage noch gut beenden und dann fliegen wir Sonntag wieder zurück. Also ich bewerte eine ganz wichtige Zeit für eine Mannschaft, wenn du beieinander bist und hast Zeit, dich miteinander zu unterhalten. Und dann lernst du deine Kollegen doch nochmal ein Stück weg anders kennen. Das ist ein positiver Aspekt. Für mich ist das natürlich gut. Ich kann mich mit Einzelnen spielen, ich habe Zeit, ich kann mich mit ihnen austauschen. Und der dritte Aspekt, der für uns ganz wichtig war, und ich denke, das hat man auch gesehen, wir haben ein bisschen unsere Spielart umgestellt, wir wollten hier die Defensive sichern. Dafür hatten wir hier wirklich viel Zeit zu trainieren. Hatten auch das Glück jetzt mit 2 guten Tests gegen Mannschaften, wo du auch weißt, die fordern dich auch, die bringen dich die Situation rein. Von daher konnte man da viele Dinge für uns jetzt als Mannschaft erarbeiten, zusammenfügen. Ja, du hast es angesprochen, das ist dein Mutterland. Ihr hattet gestern dann einen freien Nachmittag, eigentlich der einzige. Warst du dann so ein bisschen der Fremdenführer? Ihr wart ja zusammen in Cadiz. Ja, es kamen brutal viele Fragen, was ist das, was ist das? Mein Koffer am Abend ein bisschen voll, aber ich habe das gerne für die Jungs, ich habe das gerne gemacht, den Übersetzer ein bisschen gespielt und wir hatten ein super Wetter auch, also war rundum ein super Ausflug auch. Was fehlt der Mannschaft noch bis zum ersten Punktspiel, beziehungsweise woran werdet ihr jetzt noch in der letzten Woche, die euch bleibt, arbeiten? Also fehlen wird uns immer irgendwo was im Fußball, weil du hast immer etwas, wo du verbessern kannst. Aber was wir natürlich wissen, wir sind jetzt gerade 2 Wochen alt, die Vorbereitung ist ja nur mit 3 Wochen sehr kurz. Das heißt, für uns war klar, jetzt nach den 2 intensiven Wochen wird jetzt erst mal ein paar Tage Regeneration kommen und dann gilt es, die Frische zu erlangen, die letzte Frische, dass wir wirklich am Freitag auch ganz frisch beweglich und auch vom Kopf her frisch ins Spiel reingehen können. Nach dem heutigen Spiel kann man sagen, wir sind richtig griffig gewesen, also das auf jeden Fall. Natürlich fehlt, ich sage mal so ein bisschen die Spritzigkeit noch. Man hat gemerkt, so ab der 60., 65. Minute wurden die Beine brutal schwer. Aber das ist normal, wir sind in einem Trainingslager, wir haben hart gearbeitet. Und ich glaube, der Trainer hat es schon angesprochen, jetzt gilt es auch, die Frische zu bekommen für die nächste Woche, damit wir Freitag wirklich aus allem, also das Maximum aus dem Körper herausholen können.